Hallo meine Damen und Herren, willkommen hier auf der Panorama-Messe Berlin. Lederjacken haben ja so dieses coole Image und Streetdancer natürlich auch dementsprechend und B-Boys umso mehr. Und das ist halt eine actiongeladene Show, hat man ja gesehen, also viel Akrobatik und das wird, glaube ich, sehr gut unterstützt durch einfach diese Lederjacken. Und man wirkt einfach echt cool in denen. Also ich fühle mich gerade auch total cool. Wir begrüßen unser neues Kampagnengesicht, direct from New York, Hannah Nietzsche! Ich kenne Freaky Nation nur aus Europa und bin ja eigentlich in New York ansässig und deswegen war es eigentlich ganz cool, dass das Brand auf mich zugekommen ist. Wir haben mit Hannah auch jemand gefunden, die fashion-affiner ist, die nicht nur schön ist, sondern auch im Fashion-Bereich mehr aktiv ist. Sind die New Yorker so relaxed, so cool oder einfach auch dran gewöhnt? Eigentlich sehe ich Freaky Nation eher in New York. Also New York ist auch so ein bisschen ja, lässiger, cooler, ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Und wir haben auch schon gesehen, dass du eigentlich immer sehr zeitnah Sachen postest und da auch sehr viele Reaktionen bekommen. Ich finde, Social Media ist gerade auch für eine Lederjackenmarke oder überhaupt für Firmen besonders wichtig, weil sie direkt in Kontakt mit ihren Fans treten können und auch die Hannah kann direkt in Kontakt treten. Die können Kommentare schreiben, Nachrichten schreiben. Man kann halt wirklich sofort auf die Fans eingehen. Hannah Nietzsche ist internationales Fashion Model, ist Cover Model, auch von der Vogue schon gewesen. Wir waren auf den Dächern von New York, direkt irgendwie mit der Skyline von New York und dann hat mir den Abgrund unter meinen Füßen und es war nicht ganz schwindelfrei, weil da war keine Absicherung oder gar nichts. Wir haben mit Mike Azzate, und Starfotograf, der auf der ganzen Welt unterwegs ist und überall shootet, und von ihm kam auch der Vorschlag, Mensch, macht New York. Du kriegst hier einfach wirklich alles an Farben. So, man hat hier auch eine blaue Jacke oder eine rote oder wie ich selber anhabe, eine orange. So. Das Typische ist ja immer schwarz und braun. So, und ich finde, du hast halt eine unglaubliche Farbpalette, die du auswählen kannst. Das finde ich ganz cool. Also ich würde gerne so eine blaue haben, ehrlich gesagt. Breit aufstellen heißt einfach viele aktuelle Modetrends aufgreifen und die neben der klassischen Bikerjacke, neben der klassischen Lederjacke, die wir auch haben müssen, die schwarze Jacke, die jeder im Schrank hat, diese Themen aufzugreifen und damit zu zeigen, dass wir informiert sind und dass wir wissen, was der Markt braucht.